Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Supremacy 1914 hier hinten aus unserem schönen Kolumbien. Ja, wir haben jetzt 5 Geschütze fertig. Das ist schon mal eine ganz brauchbare Zahl, damit kann man ja schon mal was tun. Und damit haben wir auch angefangen, Ecuador anzugreifen und bombardieren gerade Quito. Da muss natürlich die große Festung hier erstmal weg, ja, damit wir da gemütlich einmarschieren können. Ansonsten haben wir ja hier unten noch Krieg im Bereich Nordargentinien, Chile. Ja, Chile ist so in der Form nur endgültig nicht mehr haltbar, ne? Also da ist ja nichts mehr machbar. Und von daher wird sich das wohl Nordargentinien komplett einverleiben. Dann sehen wir hier auch ein paar Geschütze in Peru. Ja, gucken, wo die zum Einsatz kommen. Ob das jetzt hier nochmal gegen Bolivien losgeht oder gegen jemand anderes, das werden wir dann sehen. Müssen wir abwarten. Werden wir nochmal einen Blick in die Zeitung. Ja, unser hinterhältiger Kriegsakt. Wir haben Ecuador angegriffen, Ecuador 2, Kolumbien 0. Dann ist noch Chile und Nordargentinien im Krieg. Nordargentinien 25 und Chile 28. Das war es dann mehr oder weniger auch schon, ne? Hier haben wir mal wieder in Venezuela noch ein paar Kasernenfertigstellungen bzw. Reparaturen. Mal gucken, wann die aus Mangel an Versorgung wieder stillgelegt werden. Er ist da ja, naja, ein bisschen komisch in der Art und Weise, ne? Hauptsache Kasernen. Wir sehen aber, es ist hier noch keine Fabrik gebaut worden. Nichts, gar nichts. Da müssen wir mal gucken. Hat also die Verfügung aufgrund dessen, dass ja auch die Moral hier überall schon ziemlich weit runter ist, ne? Sehen wir ja hier 30%. Ja, da könnte es durchaus sein, dass wir da demnächst mal hinwollen. Wir haben ja auch noch Geschütze im Bau. Und dann werden wir mal gucken, wie das alles klappt. Und von daher würde ich sagen, machen wir jetzt einen kleinen Ein paar Cut. Stündchen später, wir sind wieder im schönen Kolumbien. Jo, wir haben ja noch das 5. Geschütz hier auf dem Weg. Ne? Die ersten 4 bombardieren ja schon fleißig Quito, haben da auch schon die ersten Einheiten vernichtet, haben auch die Festung, die da ist, schon ein bisschen runtergeschossen. Dann haben wir hier noch wieder ein bisschen Spawn von Truppen. Ja, die ziehen wir natürlich auch wieder zusammen, damit wir uns weiter rüsten können und uns auf eventuelle größere Kriege vorbereiten können, die mit Sicherheit demnächst kommen werden. Ne? Wir haben hier noch ein paar Kandidaten, wo wir noch gerne hinwollen. Dann drehen wir noch unser Glücksrädchen. Zack, gibt ein bisschen Taschengeld, 3000. Ja, ist nicht verkehrt, kann man immer gebrauchen. So, ne? Also wie gesagt, Quito wird hier schon gut bombardiert. Dann ist in ein paar Stunden auch das letzte Geschütz da. Jawohl, Blick in die Zeitung. Denn viel ist nicht passiert. Wir haben hier noch ein bisschen Krieg. Nordargentinien mit 45 gegen Chile mit 51. Und unser Krieg hier hinten, Ecuador 6 und wir 0. No, das sieht schon ganz brauchbar aus. Wie gesagt, da es nur 4 Geschütze sind, dauert das Ganze ein bisschen. Ja, dann würde ich sagen, schauen wir morgen wieder rein. Bis dahin sage ich Tschüss und bye bye.